Yo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu diesem ersten Vlog hier auf meinem YouTube-Kanal. Wir haben gerade 21:15 und das klingt jetzt erstmal nicht besonders, aber ihr müsst euch vorstellen, Vincent und ich haben die ganze Nacht durchgearbeitet. Ja, das heißt, wir haben noch nicht gepennt und Vincent ist gerade eben aus dem Office gekommen. Mega crazy, er war jetzt einfach 24 Stunden lang im Office und hat sich gerade mal diese Pause hier verdient, liegt hier im Bett, hört ein bisschen Musik. Was geht ab, Bro? Was geht, Mann? Er ist völlig eskaliert. Die Sonne genießen, ja. Völlig eskaliert heute Nacht im Office. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall auf diesen ersten Vlog hier. Wir werden jetzt gleich mal rausgehen in die Straßen Berlins, euch mitnehmen und euch mal erzählen, was so abgehen wird hier in der nächsten Zeit. Und vor allen Dingen, ja, warum man sowas machen sollte manchmal, wie alles geben, wenn man ein Ziel hat, wenn man eine Vision hat. Das steht heute an und ich freue mich auf diesen ersten Vlog. Zieh dich an, mein Junge. Wir gehen raus. Juhu. Raus in die Stadt. Raus in die Weiten der Welt. Bald geht's wieder los mit dem Training. Ich bin auf jeden Fall ready. Vincent! Yes, sir. Bist schon gut in Form? Klar, Mann. Soll auf jeden Fall krass werden. Auf geht's. The hustle is real. Ja, das ist das Office. Wie ihr seht, ziemlich nice Wohnung hier in Berlin-Friedrichshain. Bam, bam, bam. Das ist der Balkon. Ziemlich geile Location, weil wenn man hier rausgeht, dann ist man direkt in der geilsten Straße in Friedrichshain. Wir haben unten viele Restaurants und all so ein Zeug. Es ist echt fett, hier im Sommer draußen zu sitzen. So, Kickdown. Wir gehen jetzt was essen und laden unsere Hustle-Akkus auf, damit wir danach weiterarbeiten können am Launch der neuen Lernplattform. So Leute, wir sind zurück in der Wohnung und das soll natürlich hier kein Frühstücks-Channel werden, ja, sondern ein Erfolgs-Channel für Schüler und aus diesem Grund werde ich euch jetzt noch eine Erfolgslektion mitgeben für heute. Eines der wichtigsten Sprichwörter, die mir im Leben sehr, sehr viel gebracht haben, ist das Sprichwort Erfolg hat drei Buchstaben. Tun. Ja, T-U-N. Und das ist auch genau das, was ihr aus diesem ersten Vlog mitnehmen könnt. Auf diesem Weg zum Relaunch der neuen Lernplattform ist es auch für mich wieder so, dass ich alles geben muss. Und das hat mich schon immer ausgemacht, dass ich, wenn ich ein Ziel hatte, eine Vision, dass ich für dieses Ziel alles gegeben habe, mich vollständig aufgegeben habe dafür. Wenn man sich erfolgreiche Menschen anschaut, dann sieht man immer wieder, dass diese Menschen mit ihrem gesamten Herz bei der Sache sind, die sie machen. Egal ob es Steve Jobs ist oder Elon Musk. Und das ist es, was ich euch heute mitgeben möchte. Das bedeutet nicht, dass ihr, wie wir jetzt, 24 Stunden durcharbeiten müsst oder dergleichen. Das muss man nicht machen, um ein 1er-Abitur zu machen. Aber was ihr mitnehmen könnt, ist, dass ihr nicht einfach nur sagt, ich möchte jetzt besser werden in der Schule. Das ist viel zu schwammig. Wenn ihr euch das Ziel gesetzt habt, dass ihr besser werden wollt, dass ihr Medizin studieren wollt, Jura, Psychologie, dann steht auch hinter diesem Ziel. Gebt alles dafür, um dieses Ziel zu erreichen und vor allen Dingen nutzt dafür die richtigen Techniken. Dazu werden wir noch weiterkommen. Ja, im späteren Verlauf dieses YouTube-Kanals werde ich euch noch Techniken vorstellen. Ich möchte euch aber erstmal dieses Mindset geben, ja, dieses Mindset überreichen zum Erfolg, dass ihr sagt, yo, ich will es schaffen, ich bin bereit, etwas zu tun, ich will mein Ziel erreichen, einen 1er-Schnitt zu erzielen. Und deshalb fangen wir erstmal ganz gechillt an. Ich nehme euch mit, zeige euch mein Leben, zeige euch, wie ich denke, zeige euch, wie Vincent und ich arbeiten. Und dann im Laufe der weiteren Zeit wird es dann auch Techniken geben. So viel dazu. Most of you won't be successful because when you're studying and you get tired, you quit. And I'm here to tell you today, if you got somebody came in my office the other day crying, I said, look, don't cry to give up, cry to keep going. Don't cry to quit. You already in pain, you already hurt, get a reward from it. Don't go to sleep.
until you succeed. Listen to me. I'm here to tell you today that you can come here, you can jump up, you can do flips, you can be excited when we give away money. But listen to me, you'll never be successful until I don't have to give you a dime to do what you do. You won't be successful until you say, I don't need that money, because I got it in here. So if you want to make six figures, you can't just be talking about you want to make six figures. When you want to succeed as bad as you want to breathe, then you'll be successful. Das war's soweit mit dem ersten Vlog, Leute. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Ja, in diesem Vlog natürlich noch nicht so viel Knowledge für Bestnoten. Es ging aber mehr darum, euch erstmal zu zeigen, wie wir hier leben, wie ich lebe natürlich. Und dass ihr mal gesehen habt, wie wir auch hier arbeiten, gerade bei diesem Lounge. Ja, wir ziehen bald in eine neue Wohnung und dann haben wir ein eigenes Office. Das wird auf jeden Fall eine Top-Sache. Wenn euch dieser erste Vlog gefallen hat und ihr mehr davon wollt, dann gebt dem Video bitte einen Daumen nach oben. Und schreibt es auch gerne in die Comments, ja, falls ihr wisst irgendwas, das ich noch verbessern soll, das ich besser machen kann. Und dann gibt es auf jeden Fall in den nächsten Vlogs noch mehr Wissen für Bestnoten und natürlich für Erfolg in der Schule. Bis dahin, ich freue mich, euch wiederzusehen. Euer Erfolgscoach Joe. Das Video ist supi geworden.